Mahlzeit, Leute. Ich bin heute mal nicht in meiner Mini-Werkstatt, sondern in einer etwas größeren Halle. Mal meinem Kumpel kurz helfen, der muss was schmeißen. Was schweißen. Und zwar an seinem Manta. Den wollte ich euch mal kurz zeigen, weil es ist zwar ein Opel, aber es ist echt ein geiler Opel. Also für einen alten Manta richtig geil gemacht. Ich hoffe, könnt ihr nachher noch mal runterholen, dass ich euch da noch mal richtig zeigen kann. Aber auf jeden Fall übelst geiler Zustand. Können wir mal kurz drunter gucken. Hier ist die Stelle, die geschweißt werden muss. Ist aber auch die einzigste Stelle, die scheiße aussieht. Ansonsten einfach nur geil. Das Klubchen 2.0er drinnen mit 125 PS oder so. Ich frage dann Svenny nochmal, dem gehört das Fahrzeug. Ja, wie gesagt, ich helfe jetzt meinem Kumpel erstmal kurz, dass wir das hier wieder zugeschweißt kriegen. Und dann melde ich mich schon mal bei euch. Also, bis gleich, Leute. Naja, dann. Du hast die Puste. Du hast gar keine Puste. Naja, doch, dort. Aber wir helfen erstmal. Genau. Das ist aber nicht passend, Junge. Das ist alles zu schweiß. Das ist wieder Gefricke hier. Wie bitte? Das ist dann wieder Gefricke hier. Du weißt, dass dazwischen Luft ist dann, oder? Nein. Oder kommst du da rein mit höherer Konservierung? Hey, für die nächsten 3 Jahre. Ja, solange wir jetzt. So, dann brauchst du reinschalten. Ich will sowieso den hier abtrennen. Den abmachen irgendwann. Und dann wasche ich das ganze Stück hier auswechseln müssen. Wo kommst du jetzt zuerst? Na oben. Aber, also ich will von der Seite. Müssen wir schon mal hinten gucken. Weil hier liegt es auf jeden Fall. Bis du erstmal innen hier hinsetzt. Da kann ich dann oben mit dem Hammer drücken. Na komm, geh an. Ein Halt drinne. Die Lampe noch rumstellen.
Mensch. Das Licht mal weiter vorstellen. Das machst du erst mal da, weißt du? Ja gut, da siehst du was, oder? Ja. Ja, du kannst reden, wenn du möchtest. Mein Auto geht nicht mehr zu. Ah, ich hab's gewusst. Scheiß Karre. Ja, müssen wir mal abbauen. Mal an. Hier, Spiegel, Schrank haben irgendwie, keine Ahnung. Ah, das ist, weil wir die Stecker alle abgemacht haben. Das ist halt der Motor. Ja, ich guck dann. Wenn ich an, was ich anschließen kann, dann müssen wir mal probieren. Das Problem ist, ich sehe nicht, wenn es brennt. Ja, ja, ich weiß. Gut, mach weiter. Weil deine Klamotten sind auch top dafür. Ja. Das sind ja nur die Leute, wenn es brennt. Die sagen aber jetzt noch nicht Bescheid. Das Video kommt erst später, wenn die Halle abgefackelt ist. Gut, geh mal weg. Kannst weitermachen, das hat nur ganz schön gequält. Kopf überschweißen ist auch richtig geil. Wenn die Kugeln dann schön in den Pullover reinrollen. Wenn dann hier die Halle springt. Ah, das passt schon. Oh, das sieht sogar richtig gut aus. Oben noch komplett, unten noch komplett, ja. Und dann das nächste Stück, oder was? Ja. Gut. Naja, dann hau rein, Junge. Das ist der Rest, wo noch der Rost ist. Deswegen blubbert es ein bisschen. Ja, dann muss ein bisschen rausgehen. Ich schmeiß jetzt den Träger mit eigener. Ja.
versuchen wir von hier anzufangen vielleicht und nachher rauszugehen, weil hier ist das Ding. Ich denke, das geht noch weg. Das wird sich noch weg. Schäden machen und da drüber. Ich muss das nur runterschleifen und dann nochmal eine Schäden drüber belegen, weißt du? Ja. Da kommt er jetzt auch nicht mehr dann rausgeholfen. Ja, ich mache jetzt, ich würde jetzt hier so. Ja. Also beziehungsweise bis zu dem und dann von da hinten. Okay. Gucken wir uns das nochmal an hier. Ja, fein hat das gemacht. So sieht übrigens ein richtiger Manta-Fahrer aus. Aber er ist heute mal rasiert, also. Es gibt auch schlimmere Tage. Na, Svenny? Ja. Gut. Ich würde sagen, Schweißen abgeschlossen. Gucken, ob wir die Kiste da mal runterkriegen. Dann schauen wir noch mal da rein. Schauen uns die schönen Königssitze an. Stimmt, Svenny? Ja. Was hast du jetzt hier? 2.0, 125 PS oder? 115 PS. 115 PS.
kranke Karre. Natürlich schön Königssitze, wie das so sein muss, ja? Alles in Rot. Richtig schicker Opel. Und ich bin VW-Freak. Also ich stehe echt nicht auf Opel, aber das ist mal ein richtig geiler Manta. Benni stellt Standgas nochmal ein. So Leute, das war's für heute. Also im Jahr 2019 verstehen sich die Manta-Tuner und die VW-Tuner. Weil wir sind ja alle eine Tuning-Gemeinschaft. Also in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Peace!